Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau von Treuenfels, Sie warfen vorhin meinem Fraktionskollegen vor, er habe in unzulässiger Art und Weise bestimmte Dinge miteinander vermengt. Insbesondere habe er gesagt, durch den Flüchtlingsstrom seien auch Salafisten nach Deutschland gekommen. Ich darf mal zitieren. Ich darf mal, Moment, ich brauche meine Brille. Augenblick, das ist zu klein. Ja, nein. Der Verfassungsschutz gesteht ein, den IS falsch eingeschätzt zu haben. Die Terrororganisation habe ihre Leute ganz offensichtlich unter den Flüchtlingsstrom nach Deutschland gemischt. Deshalb sei die Sicherheitslage jetzt sehr ernst. Das hat Hans-Georg Maaßen kürzlich auf dem 19. Europäischen Polizeikongress in Berlin gesagt. Also bitte zunächst mal lesen, bevor man Unsinn redet, bevor man andere Leute verdächtigt und sie in ein falsches Licht rückt. Ich hatte eigentlich überhaupt nicht vor, hier zu reden. Ich weiß, Sie sagen, es wäre besser so gewesen. Ja, klar. Ich kann Ihnen nur sagen, ich kann Sie nur fragen, schön, dass Sie die Hand heben, wie ist es eigentlich möglich, dass wir in den letzten 2 Jahren über 1000 gewaltbereite salafistische Gefährder in Deutschland angesammelt haben? Was für ein politisches Klima ist das gewesen? Natürlich ist das die Frage. Das ist genau diese Frage, weil man nämlich wieder naiv und blauäugig an diese Sache herangegangen ist. Weil man gesagt hat, da sind Menschen, die üben Religionsfreiheit aus, sei ihnen nach dem Grundgesetz auch zugestanden, ist ja grundsätzlich auch gut und richtig. Aber irgendwo muss der Staat, der mit offenen Augen durch die Welt geht und den Auftrag hat, seine Bürger zu schützen, endlich auch mal tätig werden. Insbesondere nach den Ereignissen von 9/11, als es schon einmal in Hamburg der Fall gewesen ist, dass unter den Augen des Staatsschutzes, der sich nicht getraut hatte, einzugreifen, weil es sich um Religion handelte, hier Terroristen herangezogen worden sind oder sich selbst radikalisiert haben. Das wäre der erste Anlass gewesen, seinerzeit konsequent tätig zu werden. Das ist eine sträfliche Unterlassung all dieser Senate, die wir in der Vergangenheit in Hamburg hatten. Auch Ihr Senat, auch Ihr Senat, auch wenn Sie es nicht gerne hören wollen, Herr Trebol. Vielen Dank.